fahren jetzt kurz Maxify holen. Meine Hände sind seit gestern verkrampft, ich kann nicht mehr. Wir fahren jetzt Maxify holen und dann geht's ins Cringe-Date rein. Ah. Er kann sich selber anmoderieren, das schafft er schon. Was? Was soll ich sagen? Hi! Wir haben jetzt Maxify abgeholt und jetzt geht's rein ins Cringe-Date. Und Maxify ist der Erste. Ja, erstmal bist du der Erste bei diesem Format. Und da merkt man halt auch mal wieder, ne, dass die Frauen da halt ganz anders sind. Der Maxify hat mir Blumen mitgebracht. Ja, so muss das sein. Gekauft. Wie geil. So, guck mal, Anni und Antonia und Gina, die sind immer nur dahin gekommen fürs Essen. Fürs Essen. Aber er ist hier wegen mir. Und deshalb wird das heute sehr schön. Und ihr werdet es wahrscheinlich hier schon gesehen haben gestern. Es wird ein unglaublicher Traum sein. Es wird ein unglaublicher Traum. Ich freue mich sehr darauf. Die Aufgaben, die Tobi rausgesucht hat, ich kenne sie wieder wie immer nicht. Aber Tobi und Julius haben eben so abgekackt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es extrem, extrem unangenehm heute wird. Oh Baby, da kommt Knossi. Wir sind durch mit dem Cringe, das war wirklich absolut nice. Was hier gerade passiert ist, ja, werdet ihr wahrscheinlich dann schon gestern gesehen haben im ersten Teil. Der zweite Teil kommt auch noch online, wartet doch bitte darauf auf jeden Fall. Der kommt am Montag, glaube ich. Das wird nochmal anders unangenehm. Ich gehe mich kurz duschen, ihr räumt hier auf. Jungs, Essen war lecker, oder? Das war wunderbar, ja. Perfekt, ich würde sagen, ich gehe kurz duschen, ihr räumt hier auf und dann geht's ab ins Gym. Ja. Ist der nicht unglaublich süß? Ah, der ist auch gar nicht mehr so fett wie vorher, krass. Hallo. Abgenommen hat er auch. Stark, hier läuft er über irgendwo noch orange rum. So, guck mal, das ist halt jetzt ein absolut unnötiger Flex, Digga. Ich breche mir hier bei 12. Boah, guck mal, Leute. Das ist die Brust, an der ihr euch anlehnen könntet. Wir waren nicht im Gym. Bin krank geworden. Schnupfen, bisschen Husten auch, Kopfschmerzen. Gleich machen wir aber noch einen Corona-Test, weil ich kann, also Corona kann es nicht sein. Ich bin erkältet, aber kann vielleicht daran liegen, dass wir im Wald gelaufen sind, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Das waren alte Gym-Szenen. Aber, weil ich jetzt erkältet bin, dachte ich mir, wäre es gut, ein bisschen Frische zu schnappen. Deshalb haben wir uns ein Boot gemietet. Zusammen mit Antonia und Anni und Bagage geht es auf ein Boot und dann gehen wir Delfine. Let's go. Nein. Doch? Nein. Delfine gucken? Ja, wir gucken die an. Bro, du hast gesagt, wir schieben auf Delfine. Das ist ein Delfin. Das ist ein Hund. So, verpiss dich jetzt auf dem Haus, Julius. Du fährst jetzt heute schon nach Hause. Mir reicht's mit deinem Verhalten. So, da wir ja einen kleinen Hund haben, den wir natürlich nicht mit auf ein Speedboot nehmen können, müssen wir den natürlich jetzt wegbringen. Deshalb, es gibt unten so einen Skatepark, da wollten wir den anbinden. Jetzt haben wir die Leine nicht gefunden, also setzen wir den jetzt einfach dahin und hoffen mal, dass er später noch da ist. Wir müssen ja nur Bleib sagen. Was? Bleib. Ja, ich denke mal so 3-4 Tage wird er da schon aushalten. Wir sind ja eine Yachttour, wir sind ja länger unterwegs, ne? Mehrere Wochen. So. Monate. Ich dachte, wir fliegen morgen. Wir sind Monate. Tobi, wir sind jetzt Piraten. Heute sind wir Piraten. Nee, jetzt mal Jokes aside, wir bringen ja keine kurz zu Simon, eigentlich nicht zu Simon, sondern zu Simon, also von Unge, der Simon, der Kollege. Ich habe Unge bewusst nicht gefragt, weil ich Angst habe, dass der entweder meinen Hund tötet oder... Das ist eigentlich, also das sind die beiden Möglichkeiten, die es halt quasi gibt. Deshalb ist Simon korrekterweise für uns da und hilft uns ein bisschen auf den Hund aufzupassen gleich. Der Taxifahrer nimmt mir die Vorfahrt. Was für ein Sohn. Und dann geht's aufs Boot. Let's go. Speed. Oh, nee. Och, nee. Doch nicht aufs Boot. Naja. Ey, guck mal, er hat ein Zimt-Shirt an. Und wir brauchten heute Morgen Zimt. Kann ich dich auf meinen Pancake tun? Kannst du auf meinen Pancake gucken? Ja. Oh, hier, Baby. Oh, die ist noch frisch. TÜV ist drauf. Ja. Ja, ein paar Kilometer darunter. Schicke gepflegt. Vielleicht gleich noch ein bisschen Wasser geben dem Ding. Ja. Und dann komme ich ihn gleich wiederholen. Alles klar. Hey, vielen Dank dir. Guck, dass der andere Simon, den ich zu Gesicht bekomme, irgendwas in ihn reinsteckt. Verteidige ihn mit meinem Leben. Sehr gut. Wie komme ich hier aus der Garage raus? Ja, das ist scheiße. Das ist Diebstahl, der hat meinen Hund geklaut. Wir fahren auf einem Boot. Ich hab so Angst vor Booten. Warum sag ich immer ja zu Guck mal, das große Boot. Oh, das ist gar nicht groß, das ist sehr klein. Ich hab so Videos gesehen von so Leuten, die auf so Schnellboots sind. Und die sind so und dann plötzlich machen die so... Und dann so kommt so ein Wal und fallen so runter. Oh, geil, ich freue mich so, ey. So, wir wechseln jetzt auf die GoPro, weil wir Angst haben und unser Equipment. Digga, auf der GoPro erkennt man gar nichts. Immer noch nicht, ne? Auf der GoPro ist man so hässlich, wenn man so nah dran sitzt, Digga. Zum Glück ist Tobi noch zu McDonald's gegangen, um mir ein Eis zu holen. Sehr freundlich. Ja, oder? Er muss eigentlich auf Toilette. Ja, ich bin extra dahin, um mir ein Eis zu holen. Guter Mitarbeiter. Schade, dass du sowas nicht machst. Wo filmst du hin? Ja, irgendwo in deine Richtung halt, Digga. Das Sichtfeld ist so groß. Das sind übrigens die Typen, die Tobi über alles hasst. Tobi erklärt mir. Ihr scheiß Loser! Warum hast du das? Ihr scheiß Opfer, weil die immer rumfahren nur. Die haben ja, die kämpfen ja nicht mal, die Opfer. Ich filme mich die ganze Zeit selber. Oh.
Mein Gott, überfahren die! Halten Sie das Boot an! So Leute, der Corona-Test ist negativ. Wir gehen jetzt was essen. Wir gehen jetzt essen. Wow, mega super cool, Leute. Yeah, wir gehen jetzt essen. Yeah, wir gehen essen. Dicker. Wir gehen essen. So, Julius heiratet ja heute. Wen? Den Wal. Kannst du essen? Ja, nee, war mega. Also, ja, wie hat jemand geheiratet? Ich hab geheiratet. Jetzt, ich halte die Kamera falsch rum. Sorry. Ja, Dicker, jetzt sind wir in irgendeinem komischen Country Club gelandet, Alter, mit Springbrunnen und Logo auf Tor. So ein Ding ist das nämlich. Ja, hier ist sehr wunderschön. Ja. Ja. Da ist das Smokers Point hinter uns. Wir haben echt einen guten Platz. Alter, hier können wir ja einmal fett einen Back drauf nehmen, ne? Leuten, du brauchst morgen schon nach Deutschland zu fliegen? Ja, Mann. Echt? Ja, Mann. Ja, morgen um 7 Uhr aufstehen, ne? Nee, doch. 3 Uhr. Ja, mir doch egal. Guck mal, diese Fruchtfliegen sind so lost. Die denken, dass das hier eine riesige Banane ist. Dabei ist das aber einfach eine... Wer ist das? Serviette? Tischdecke, Sebastian. Ey, Digga, ich bin so hungrig und müde, Alter. Ehrlich, das Vorfahren, als der Wal mich da eben gebissen hat, da will... Du hast ja gekämpft gegen den. Du Loser, ich hab den so abgewehrt, Alter. Oh. Boah, aber gut. War ein was. Oh, Kacke, da ist Kacke. Was, wo? Ah. So, Freunde, der letzte Tag neigt sich dem Anfang zu. So machen wir das nicht. Wir sind hier auf Madeira. Und in unserer Villa. Die Villa ist gleich zu Ende. Die zeigen ja, Mann, ich kann nicht mal mehr reden. Ja, 5 Millionen. Guter Gag. Ja, Sebastian ist jetzt noch essen, kurz. Wir sind hier, haben jetzt ein bisschen was aufgeräumt. Sebastian hat auch mitgeholfen. Das ist der letzte Tag. Hat er nicht mitgeholfen. Das war's mit Madeira. Wir werden nie wieder herkommen. Ich werde jetzt noch über Wasser laufen. Es wird so aussehen, als werde ich über Wasser laufen. Oh, Baby. Da, Jesus. Kannst du den Ball zurückholen? Kannst du den mir bitte zuwerfen? Ah, nein, ach nein. Oh, nein. Oh, nee. Oh, nein. Ah. Oh nein! Digga! Was ist passiert? Socken. Das war's mit Madeira. Hör auf, das zu filmen. Okay. Das war's mit Madeira, Julius. Ich will nicht. Akani, der ist an dich. Das war's. Deutsche Manuel Neuer.